Vor einiger Zeit hörte ich, wie der israelische Reiseleiter Dani Walter eine Geschichte erzählte. Und zwar berichtete er darüber, was es aus dem Verständnis der Beduinen heißt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er erzählte ein Erlebnis, was er selbst einst hatte. Und zwar war es vor vielen Jahren, dass er mit einer Reisegruppe im Sinai unterwegs war. Und eines Tages wollte jemand nicht mitkommen auf die Tagesausflüge. Und die Person hat gesagt, nein, sie bleibt lieber in der Unterkunft. So, als die Reisegruppe abends zurückkam, war der Mann verschwunden. Er hatte irgendwann gedacht, ach, ich mache mal einen Ausflug, hat sich alleine, ohne Absprache, ohne irgendwas auf den Weg gemacht und tatsächlich verlaufen. Er wollte wohl nur ein paar Schritte gehen, aber er hatte sich verlaufen. Nun, er hatte nichts dabei. Um die Jahreszeit war es so, dass dort im Sinai die Temperaturen weit unter 0 Grad nachts absanken. Und der Mann wusste das und er wusste auch, dass jetzt, wo er sich verlaufen hat, es extrem gefährlich für ihn ist und vielleicht sogar sein Ende. Und es war auch klar, in dem sehr gebirgigen Gelände ist es unmöglich, ihn zu finden. Und so stolperte er weiter und irgendwann sah er vor sich ein Licht. Und es war ein Beduinenzelt. Und völlig unterkühlt und K.O. stolperte er da in dieses Zelt hinein. Die Familie hat sich furchtbar erschrocken, aber hat ihm sofort einen Platz angeboten, einen Liegeplatz direkt am Ofen in der Mitte des Zeltes, haben ihn versorgt mit Essen, mit Trinken, haben Mäntel über ihn gedeckt, Decken über ihn gedeckt und er musste dann dort am Feuer dann auch übernachten. Er konnte sich mit keinem Wort verständigen, aber es war dort, dass er gerettet worden war. Er schlief sehr unruhig und nachts wachte er mehrfach auf und sah, dass der Beduine, der Vater des Hauses, ihn bewachte, dafür sorgte, dass das Feuer nicht ausging und immer dafür guckte, dass er auch entsprechend warm und geschützt war. Am nächsten Tag nimmt dieser Beduine ihn und bringt ihn zu einer Wachstation, die da irgendwo in der Nähe war. Und über die Wachstation kam er dann auch wieder zu seiner Reisegruppe. Und der israelische Reiseleiter hat dem Mann erklärt, dass er wahrscheinlich den größten Segen im Leben dieses Beduinen ausgelöst hat. Das größte Geschenk gemacht hat. Dadurch, dass der Beduine ihn quasi retten konnte, ihm das Leben retten konnte, hat er ihm das größte Geschenk gegeben, denn er hatte jetzt jemanden geliebt wie sich selbst. Er hatte jemand das Leben gerettet. Der größte Segen, ohne dass es dem Mann dessen bewusst war, hat er im Leben dieses Beduinen geschenkt. Das war auch nicht bezahlbar, da konnte man auch nicht irgendwie ein Dankeschön geben. Nein, es war ein gigantischer Segen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weißt du, wenn Jesus darüber spricht, dass wir unseren Nächsten wie uns selbst lieben sollen, dann meint er damit nicht irgendwas Komisches, Theoretisches, irgendwie so abstrus theologisch Abgehobenes, sondern es geht um ganz reales Leben. Es geht um solche Sachen wie dieses. Ja? Jemanden helfen, jemand unterstützen, jemand Beistand sein und jemand vor allen Dingen eben diese Liebe weiterschenken. Nun denk mal kurz drüber nach. Was ist die größte Liebe, das Wichtigste, das Entscheidendste, was du im Leben erlebt hast? Wenn du sorgfältig darüber nachdenkst, wirst du sagen, es ist die Botschaft der Errettung, es ist die Erlösung, es ist, dass ich in Christus ewiges Leben habe. Das ist das Wichtigste, das Entscheidendste, das Größte, was es in diesem Leben zu erreichen, zu ergreifen gibt. Und genau das hast du empfangen können. Und genau das ist auch das, was du weitergeben sollst. Wenn du die Menschen um dich herum, deinen Nächsten, wirklich liebst, dann wirst du ihnen diese Botschaft weitergeben. Wenn du die Botschaft gering achtest oder ihnen diese Botschaft des Heils, der Errettung, der Erlösung nicht weitergibst, dann tust du, sie nicht lieben wie dich selbst. Deshalb ist einfach meine Aufforderung an uns. Lass uns
das Evangelium weitergeben zu den Menschen um uns herum. Das ist die größte Liebe, die man den Menschen tun kann. Ihnen die Botschaft des ewigen Lebens, der Errettung in Christus Jesus weiterzugeben. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus meint, wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Und so lade ich dich ein. Gib dieses Wort weiter. Gib das Wort der Errettung weiter an die Menschen, die direkt um dich herum sind, die der Herr um dich herum gestellt hat. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.